Als der Attentäter von Kopenhagen das Feuer eröffnet, dieses Fenster zum Foyer des Kulturcafés Krutön beschießt, spricht in einem hinteren Saal Ina Schewtschenko. Im Moment des ersten Schusses sagt sie auf der Bühne, es sei eine Illusion, dass in Europa Meinungsfreiheit herrsche. Die Femin-Aktivistin hört die Schüsse, Panik bricht aus, sie fliegt durch den Hinterausgang unverletzt. International bekannt ist die 24-jährige Ukrainerin, seitdem sie ein Holzkreuz in Kiew fällte, barbusig aus Protest gegen die Kirche. Sie inszeniert, provoziert bewusst mit Femin gegen jede Religion, ruft Musliminnen auf, sich auszuziehen. In Paris bekommt sie 2013 Asyl. Sie sagt, wegen der Protestaktionen werde sie in ihrer Heimat verfolgt und bedroht. Verstummt ist Ina Schewtschenko im Exil nicht. Sie organisiert Aktivistinnen-Trainings oder engagiert sich mit Pussy Riot, wie bei der Berlinale 2014. Der Kampf um Meinungsfreiheit ist ihre Mission. Und bei mir ist Ina Schewtschenko. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Morgen. Hallo. Wie geht es Ihnen jetzt einige Tage nach dem Attentat? Konnten Sie das Erlebte schon ein bisschen verarbeiten? Ja, ich würde sagen, das sind völlig gemischte Gefühle. Ich bin natürlich einerseits verzweifelt, andererseits bin ich auch stolz. Stolz, dass ich an Ideale glaube, dass ich diese Ideale gerne leben möchte. Und natürlich bin ich auch verzweifelt, denn natürlich bin ich auch, lebe ich in Angst. Und wir, die wir betroffen sind, sind vielleicht auch nicht darauf vorbereitet, die Schüsse einer Kalaschnikow auf einmal auf einen herabprasseln zu sehen. Und das, was ich jetzt nun weiß, ist, dass wir haben in dem Moment gerade über Meinungsfreiheit gesprochen. Und ich habe gerade einen Satz gesprochen, der sich darum drehte. Ich habe zum Beispiel gerade über Erfahrungen gesprochen, wie es sich anfühlt, in Russland, in der Ukraine, in Weißrussland, um Meinungsfreiheit zu kämpfen, wie es sich anfühlt, in Weißrussland im Zuge dieses Kampfes gefoltert zu werden. Und es ist natürlich irgendwo zu verstehen, weil das keine stabilen Demokratien sind. Aber wir sollten uns auch nicht der Illusion hingeben, dass man in Westeuropa voll die Meinungsfreiheit genießen kann. Das heißt, immer wenn wir über Meinungsfreiheit sprechen, dann gibt es doch irgendwo den Standpunkt, natürlich genießen wir alle diese Freiheit. Aber jedes Mal, wenn wir über diese Meinungsfreiheit sprechen, wird so ein Aber im Raum stehen. Und ich habe dieses Aber gerade ausgesprochen, da gingen die Schüsse los, durch diese Glastür, hinter der wir die Gespräche führten. Und es war ein riesengroßes Aber für uns alle. Sie kämpfen für die Meinungsfreiheit. Wir haben gerade in dem Einspielfilm eine Situation gesehen, wo Sie ein Kreuz im Grunde abschneiden und damit natürlich auch die Gefühle von Gläubigen zum Beispiel verletzen. Wie weit darf denn Ihr Kampf eigentlich gehen? Gibt's für Sie keine Grenze? Wissen Sie, wenn wir über solche Grenzen der Meinungsfreiheit sprechen, dann sollten wir insbesondere heute im Hinterkopf behalten, dass es von ganz hoher Wichtigkeit ist, dass es Grenzen gibt und dass natürlich die Meinungsfreiheit dort endet, wo Verbrechen beginnt. Wenn jemand körperlich versehrt werden kann und wirklich Schaden davontragen kann, dann hört natürlich irgendwo die Meinungsfreiheit auf, weil der Punkt des Verbrechens einsetzt. Das heißt, wir sollten uns aber, bevor dieser Punkt eintritt, nicht selbst zensieren. Wir sollten nicht nur einfach der politischen Correctness Gehorsam leisten, sondern wir sollten nicht daran denken, okay, jetzt werden Gefühle verletzt. Wenn man immer an Meinungsfreiheit in Verbindung mit verletzten Gefühlen von anderen denkt, dann wird es keine Meinungsfreiheit geben. Wenn man sich die Russische Föderation anschaut, Putin hat homosexuellen Propaganda verboten, weil das könnte natürlich die Gefühle anderer Bevölkerungsgruppen verletzen, anderer Russen. Das heißt also, solche Erklärungen sind doch eigentlich nur da, um die Meinungsfreiheit einzuschränken. Und Sie sind auch bereit, im Grunde diesen Kampf mit Ihrem Tod vielleicht bezahlen zu müssen. Denn das hätte ja nun am Wochenende auch passieren können. I'm not ready. Wissen Sie, nein, dazu bin ich nicht bereit. Das möchte ich natürlich nicht. Aber habe ich denn eigentlich eine Wahl? Habe ich eine Wahl? Wir versuchen, friedliche Maßnahmen an den Tag zu legen. Wir tragen keine Waffen. Wir tragen Parolen auf unseren nackten Brüsten. Wir schreiben auch lustige Dinge, Karikaturen. Wir lachen darüber. Wir haben keine Kalaschnikow in unseren Händen. Und wir sind friedliebend. Deshalb möchten wir diesen ideologischen Kampf zwischen Pluralismus und Dogmatismus gewinnen. Natürlich bin ich nicht bereit zu sterben. Aber wenn wir über Meinungsfreiheit reden und dafür kämpfen, wenn wir sie genießen wollen, dann müssen wir gewisse Dinge, Kompromisse eingehen. Deshalb kämpfen wir weiter.
Anna, Sie wissen natürlich, Sex sells. Also Sie machen ja auch die ein oder andere Aktion, wo Sie sich entblößen, wo Sie Ihre Brüste zum Beispiel zeigen. Damit kriegen Sie viele Schlagzeilen. Aber was glauben Sie, was Sie mit solchen Aktionen wirklich verändern können? Zunächst einmal glaube ich, dass wir die grundlegende Idee verstehen müssen. Feministin, das heißt, wir sind nicht eine politische Partei. Wir versuchen nicht, jetzt die Gesetzeslage auf dem Papier zu beschönigen oder darzustellen. Nein, wir arbeiten anders. Wir möchten die öffentliche Meinung beeinflussen. Wir möchten eine Botschaft nach außen tragen. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, die öffentliche Meinung positiv zu beeinflussen, damit die Öffentlichkeit versteht, wie die Gesellschaft aussieht, wie es um die Frauen bestellt ist in der Gesellschaft, was ihr Körper bedeutet. Das ist vielleicht, bedeutet eine nackte Frau lediglich, dass es eine Prostituierte oder ein Sexobjekt ist? Oder kann das auch eine andere Botschaft nach außen tragen? Unser Ziel ist es tatsächlich, dass wir zunächst einmal die ersten Schritte ergreifen, eine Mentalitätsänderung vorzunehmen oder zu vollführen. Anna Schewtschenko, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Sie saß mit auf dem Podium, als am Wochenende in Kopenhagen diskutiert wurde und zwei Menschen auch umgebracht worden sind. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch heute bei uns.